erstmal herzlichen Dank, Lisa, für die Vorstellung. Ich freue mich, dass ich heute hier sitze und so viele Menschen unsere Veranstaltung besuchen. Und mehr bin ich froh, dass ich heute auf dem Podium mit Andrea Datri sitze. Es ist eine Ehre für mich und es ist eine Schulung für mich, weil sie so viele Erfahrungen und Wissen mit uns hier teilen kann. Und ich freue mich sehr, sehr. Und hoffentlich können wir heute Abend eine tolle Diskussion und effektive Diskussion gemeinsam führen. Genau. Ich werde mit dem Punkt anfangen. Der Punkt Frauenstreik in Deutschland. Wir wissen, vielleicht viele von uns, die heute in diesem Raum sind, haben mitbekommen, dass seit ein paar Monaten in Deutschland eine Dynamik für einen neuen Frauenstreik in Deutschland gibt. Bundesweit bilden Frauen Komitee in ihren Städten und versuchen sich miteinander vernetzen. Vor zwei Monaten, gab es auch ein bundesweites Vernetzungstreffen in Göttingen, an dem 400 Frauen teilgenommen haben. Und das zeigt, dass die Frauen hier müde sind vor ganzer Unterdrückung, die sie erfahren, und Ausbeutung, und wollen wirklich etwas ändern und eine Dynamik mit Vorbild von Argentinien, spanischen Staaten und andere Länder, in der Frauen die wichtige Rolle in erster Linie bei den Kämpfen, also Arbeiterinnenkämpfen und Frauenbewegung spielen. Und hoffentlich schaffen wir auch in Deutschland eine Frauenbewegung in den nächsten Jahren zu sehen. Und nach 25 Jahren, erst also 1994 gab es den letzten Frauenstreik in Deutschland. Und die hatten bestimmte Forderungen und sie kämpften gegen die Unterdrückung und Ausbeutung, von denen sie total müde waren. Sie hatten zum Beispiel konkret in Bezug auf einen Artikel von einer Person, die richtige Rolle bei diesem Frauenstreik gespielt hat. Sie haben konkret gegen Armut, Arbeitslosigkeit und sehr interessant gegen Unterbringung der geflüchteten Frauen in Lager gekämpft, was für mich sehr, sehr interessant war. Und sie haben gegen prekäre Arbeitsbedingungen, Abbau der Sozialleistung und viele andere Themen gekämpft. Und das Interessante ist, dass alle Sachen, die ich jetzt aufgezählt habe, immer noch bestehen und aktuell sind. Und diese Forderungen, die diese Frauen vorgestellt haben, wurden nicht erfüllt. Bis heute sind sie in Deutschland aktuell, plus andere Problematiken, die mit zum Beispiel Hartz IV instande gekommen ist. Millionen von Frauen sind von Hartz IV betroffen. Migrantische Frauengruppierungen wurden zurzeit, also in Bayern besonders, kriminalisiert. Jeppesche ein Beispiel davon. Und noch geflüchtete Frauen, schwangere Frauen, das war nie ein Fall in Deutschland, werden von Abschiebung betroffen. Sie werden von Krankenhäusern abgeholt. Geflüchtete Frauen sind von Mindestlohns ausgeschlossen. Dazu auch, was ich selber total komisch fand, dass es nicht eine Forderung war in Deutschland unter Frauen, dass Millionen von Frauen immer noch von Wahlrecht ausgeschlossen sind. Also dieses Jahr wurde 100 Jahre Wahlrecht in Deutschland gefeiert. Trotzdem gibt es Millionen migrantischen Frauen, geflüchtete Frauen, die von diesem Recht ausgeschlossen sind. Und ich finde auch, das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, dass wir uns damit beschäftigen.
Genau, und mit massiver Privatisierung, die auch damals, also in diesen 90er Jahren auch existierte, werden immer mehr also, öffentliche Dienstleistungen privatisiert, und das bedeutet wieder mehr Reproduktionsarbeit für Frauen. Also das heißt, dass die Lage der Frauen sich verschlimmert hat, nur mit einer Ausnahme. 1997 wurde Vergewaltigung in der Ehe als Strafe angenommen. Und interessanterweise ist, dass Seehofer damals dagegen abgestimmt hat, und heute ist er Innenministerium. Also das heißt, die Lage sehr schlimm ist, plus der Aufstieg der frauenfeindlichen, rassistischen Partei AfD. Das bedeutet, dass wir sogar in der Gefahr sind, die Rechte, die durch die heroische Kämpfe vor Frauen erreicht wurde, auch zurückgenommen werden soll. Das heißt, dass die Notwendigkeit hier, also dass wir sehen, dass wir Notwendigkeit haben, also sehen, eine Frauenbewegung in Deutschland imstande kommen soll. Und nächster Teil, also ich denke, um über heutige Situation zu sprechen, können wir nicht getrennt von der Frauenbewegung in Ende 60er und im 70er in Deutschland sprechen, weil die Frauenbewegung war eine der großen sozialen Bewegungen in dieser Epoche in Deutschland. Und sie haben versucht, besonders gegen frauenfeindliche Paragraphen 218 und 219a sprechen, und sie haben, also das Motto war privat ist politisch. Und obwohl große Bewegung imstande gekommen ist, das Problem aber war, dass diese Frauenbewegung eher unter Intellektuellen und Akademischen beschränkt geblieben ist und nicht Verbindung zu ärmeren Frauen und Arbeiterinnen imstande gekommen ist, obwohl genau in dieser Epoche, 70er, viele Arbeiterinnenbewegungen in Deutschland, Arbeiterinnenkämpfe gab. Ein konkretes Beispiel ist der Kampf der Arbeiterinnen im Neuss, Automobilzuliefer. Und da haben Arbeitskampf von Migrantinnen, und besonders haben Frauen eine sehr, sehr große Rolle gespielt, und der Kampf war erfolgreich. Die Forderung war gleicher Lohn für gleiche Arbeit, weil sie nach Geschlechter eingestuft worden sind, und die Frauen haben weniger Lohn bekommen, und sie haben ihre Forderung durchgesetzt. Aber gleichzeitig, obwohl diese Frauenbewegung, das war eine Bewegung, wurde keine organische Verbindung mit dieser Bewegung hergestellt. Und das hat, diese Problematik hat leider die Institutionalisierung und NGOisierung des Feminismus vereinfacht, und was wir heute auch davon betroffen sind. Also NGOs sind Vermittler zwischen Staat und Frauen und versuchen, die Problematiken der Frauen individualistisch behandeln, und das verhindert, eine Frauenbewegung imstande zu kommen. Das heißt, dass wir das als Schranke, diese Art von Feminismus, wir davon betroffen sind, und wir müssen eine Lösung darauf finden. Vielleicht Andrea kann uns beim nächsten Beitrag ein bisschen mehr erzählen, wie wir dagegen kämpfen und wie wir die Frauenproblematik, die Unterdrückung der Frauen von individualistischer Form wieder zu einer gesellschaftlichen Form bringen und daraus eine Bewegung aufbauen. Der nächste Problem ist, dass wir, was wir immer wieder bei Frauenstreiktreffen, sowohl in bundesweit Treffen oder bei Treffen, die wir in unterschiedlichen Städten haben, bekommen wir der Punkt, dass politischer Streik in Deutschland verboten ist.
Und bis, also ich frage mich, bis wann sollen wir mit dieser Begründung einfach verhindert werden, um einen gemeinsamen Frauenstreik und eine gemeinsame Streik, also nicht nur Frauen, sondern männliche Arbeiterinnen auch daran teilnehmen. Das ist die Argumentation von Gewerkschaften immer wieder, und ich werde auch mich freuen, welche Antworten wir wieder von Andrea bekommen, welche Kämpfe sie in Argentinien geführt haben und wie sie geschafft haben, eine große Frauenbewegung imstande bringen. Aber die Lehre, die zum Beispiel in spanischen Stadt wir ziehen können, ist, die die Frauen geschafft haben, zu 6 Millionen auf die Straße kommen und alles lahmlegen, weil sie so viele Menschen mobilisiert haben, so viele Frauen in unterschiedlichen Orten, an der Uni, in der Schule, in den Fabriken, Pflegerinnen, und dann diese Basis hat Gewerkschaftsbürokratie unter Druck gesetzt, und sie sollten zu Streik aufrufen. Und ich glaube, das ist unsere Aufgabe auch hier, dass wir Basis der Gewerkschaften zu mobilisieren und sie Druck auf die Bürokratie machen, und dass wir das schaffen, gemeinsam alles lahmlegen, nicht nur Reproduktion und Produktion, sondern auch in der Schule und an der Uni das zu schaffen, alles lahmzulegen. Und wir haben die Kraft. Also die Frauen in anderen Ländern haben gezeigt, dass wir diese Kraft haben, und wir müssen uns endlich also mit Überzeugung und Opferbereitschaft und Wut endlich das zu schaffen, dass wir auch in Deutschland aufstehen und diese, gegen die ganze Unterdrückungsmechanismen und Ausbeutung kämpfen. Und nicht mehr uns in Opferrolle stellen. Oh, also das reicht. Das reicht wirklich. Also Opferrolle bringt uns nicht. Und ich glaube, also die Individualisierung unserer Probleme ist genau diese Politik, dass uns zu Opfer machen und versuchen mit, also ich kann etwas über meine Erfahrung zum Beispiel bei geflüchteten Bewegungen erzählen, in der wir Geflüchtete bereit waren, alles zu machen, um unsere Forderungen durchzusetzen, aber NGOs, die im Bereich von im Namen von Flüchtlingsrat oder keiner, es gibt so viele NGOs, mehr als Geflüchtete in Deutschland, ja, die haben die Motivation von vielen weggeschmissen. Zerstört, dass ja, ihr müsst vorsichtig sein, es ist gefährlich, wir haben nichts zu verlieren, warum sollten, entweder werden wir abgeschoben oder, keine Ahnung, im Lager fertig werden, warum sollen wir nicht kämpfen, aber sie haben es gereicht, uns zu spalten, leider. Sie haben es geschafft, weil leider meine Genossinnen, die mit mir gekämpft haben, mehr Vertrauen an denen hatten, weil sie gedacht haben, okay, sie sind hier, sie kennen die Situation besser und sie haben Macht, sie können uns unterstützen, aber das war nicht der Fall. Und das, sie haben versucht, zum Beispiel mit Asylkirche oder heiraten, man kann mit diesen Methoden, die sind menschlich, humanitärisch, ja schon, aber dieser Humanitarismus bringt uns nicht. Und sie konnten vielleicht insgesamt 100 Menschen, wenn ich das überschätze, reden, aber wir sind Millionen, wir müssen gemeinsam, also gemeinsam kämpfen und eine Bewegung aufbauen in diesem Bereich, wollte ich. Das war meine Erfahrung bei geflüchteten Themen. Ich wollte das mit euch teilen. Und wie viele Minuten habe ich? Ich habe ein bisschen Stress, dass ich die Zeit, also das ist ein, okay. Ja, aber was ist unsere Perspektive als Brot und Rosen? Ich werde kurz erzählen, dass wir eine kleine Gruppe sind, ganz bei Aufbau. Deswegen, wie gesagt, heute ist für mich sehr, sehr wichtig, mehr Erfahrungen von Andrea bekommen, um uns bei diesen Schranken, die wir bei Aufbau haben, auch vielleicht Antworten geben kann. Also, wo war ich? Ich habe das vergessen. Sprung. Ah, Perspektive, okay. Also unsere Genossinnen haben zum Beispiel in Lateinamerika geschafft, in Argentinien zu Tausende werden.
Und nicht nur in bestimmten Kreisen, wie gesagt, Akademiken und Intellektuellen bleiben, sondern sie haben organische Verbindungen mit Arbeiterinnen hergestellt. Und zurzeit haben sie tausende Mitgliederinnen von Arbeiterinnen, von Schülerinnen, von Studentinnen. Und das ist genau das, was wir auch in Deutschland aufbauen wollen. Wir sind eine sozialistische Frauengruppierung. Das heißt, dass wir gegen dieses System, gegen dieses Staat und gegen alle Institutionen, die sie haben, sind. Und wir glauben nicht, dass wir in diesem System befreit werden, weil dieses System genau das System ist, das unsere Unterdrückung einfach darauf basiert. Und vielleicht, also deswegen, wir kritisieren auch reformistische Feministinnen, die glauben, dass sie in diesem System befreit werden. Wir sind natürlich nicht gegen Reformen für bessere Lebensbedingungen, Arbeitsbedingungen für Frauen, aber wir sind nicht darauf basiert, dass wir in diesem System befreit werden. Deswegen ist unsere Perspektive Vergesellschaftlichung, sagt man? Ja, okay. Ich habe manchmal mit diesen Probleme. Ja, Reproduktion und Produktions. Und weil Patriarchat und Kapitalismus miteinander verbunden sind und wir müssen gegen beide kämpfen und nicht mit wie manche sogenannte Marx, also Kommunisten, Stalinisten und so, dass sie glauben, ja, also die Kämpfe für Frauenrechte und Befreiung der Frauen muss nach der Revolution verschoben werden. Nein, wir sind der Meinung, dass wir gleichzeitig gegen jede Art von Diskriminierung auch kämpfen, aber wir sind der Meinung, dass Arbeiterinnen, Arbeiterinnenklasse nur der Kraft haben, wegen ihrer Rolle an dem Produktionsverhältnisse und Produktionsprozess das System lahmlegen. Also wenn sie streiken, alles liegt lahm. Das ist unsere Perspektive und wir haben konkrete Forderungen. Wir haben ein Manifest von unseren Genossinnen aus, und wir versuchen auch vor Deutschland ein Programm für unsere Perspektive schreiben. Wie gesagt, wir sind ganz am Anfang, aber wir versuchen in unterschiedlichen Orten, wo wir sind, Frauen zu organisieren, in der Schule, an der Uni. Unsere Genossinnen, Lisa arbeitet als Krankenpflege, wir haben Hebamme, wir sind eine Gruppe von Arbeiterinnen, Schülerinnen, Studentinnen. Ich darf nicht arbeiten, aber als Geflüchtete bin ich auch ein Teil dieser Gruppe. Und ich freue mich, dass wir heute hier über die ganzen Punkte, die ich erzählt habe und in Bezug auf Input auch von Andrea, über diese Perspektive sprechen und gemeinsam diskutieren können. Sorry, wenn ich ein bisschen vielleicht, also weiß es nicht. War alles okay? Dankeschön.